Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es ums Backen. Wir machen heute den Erdbeer-Fanta-Kuchen. Und wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch der ganze Kanal gefällt, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und wie der Erdbeer-Fanta-Kuchen geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Für den Boden brauchen wir 250 Gramm glattes Mehl, 150 Milliliter Öl, 150 Milliliter Fanta, 70 Gramm Zucker, eine Packung Backpulver, eine Packung Vanillezucker und 3 Eier. Für die Creme brauchen wir ca. 500 Gramm Erdbeeren, 200 Gramm griechischen Joghurt, 500 Milliliter Schlagobers bzw. Sahne, 2 Esslöffel Zucker, 5 Packungen Sahne steif, 2 Packungen Vanillezucker, 3 Esslöffel Fanta bzw. Orangenlimo, braune Zucker zum Bestreuen, Erdbeermarmelade für den Boden zum Bestreichen. Als erstes die Eier und den Zucker schaumig schlagen. Die Masse sollte um das Doppelte aufgehen. Wenn die Masse doppelt aufgegangen ist, geben wir die 150 ml Fanta bzw. Orangenlimo zu der Masse dazu und die 150 ml Öl geben wir auch gleich mit rein. Das Ganze mixen wir dann einmal durch. Jetzt, wo wir das durchgemixt haben, geben wir den Vanillezucker rein und mixen es nochmal durch. Nun geben wir das Backpulver zum Mehl dazu und vermengen es. Gleich darauf können wir das Mehl löffelweise langsam unter die Masse rühren bzw. heben. Jetzt können wir ein Stück Butter oder ein wenig Öl nehmen und das Blech bestreichen und mit Mehl bestäuben. Das hat den Sinn, dass der Boden nicht am Rand oder am Boden kleben bleibt. Nun können wir die Masse in das Blech leeren und glatt rütteln. Dann ab in den vorgeheizten Ofen, Unter- und Oberhitze 160 Grad, ca. 25 Minuten. Aufgepasst, jeder Haushaltsofen ist unterschiedlich von den Temperaturen. Nach den 30 Minuten können wir mit der Nadel oder mit dem Holzspieß einen Test machen. Wenn man in den Kuchen reinsticht und es bleibt Teig an der Nadel oder an den Holzspieß kleben, dann braucht er noch länger. Wenn der Teig auf der Nadel hängt, dann lassen wir ihn lieber noch 5 bis 10 Minuten länger in den Ofen. Nachdem die 5 bis 10 Minuten vorbei sind, machen wir den Test nochmal. Wie ihr seht, auf dem Holzspieß klebt kein Teig mehr dran. Jetzt können wir den Kuchenboden auskühlen lassen. Bis der Boden ausgekühlt ist, können wir in der Zwischenzeit die Creme machen. Jetzt geben wir die 500 ml Schlagobers in eine Schüssel und geben die 5 Packungen Sahne steif dazu. Nun schlagen wir die Sahne auf. Aufgepasst, nicht zu lange schlagen, weil dann habt ihr eine Butter. Wenn die Sahne aufgeschlagen ist, geben wir das griechische Joghurt dazu, dann die 3 Esslöffel Fanta bzw. Orangenlimo, die 2 Esslöffel Zucker, die 2 Packungen Vanillezucker. Das Ganze rühren wir jetzt auf mittlerer Stufe durch. Nun können wir die Erdbeeren schneiden, so dass alle gleich hoch sind. Den Rest der Erdbeeren geben wir auf die Seite und schneiden sie in feine Würfel und geben sie dann zur Creme dazu und vermengen sie mit der Creme. Die halbierten Erdbeeren schlichten wir so in die Form, dass die flache Seite nach außen schaut. Bevor wir die Erdbeeren reinschlichten können, müssen wir den Ring der Form sauber machen. Sonst habt ihr das ganze Mehl auf der Creme bicken. Und der Boden gehört vorher noch mit Marmelade bestrichen. Jetzt, wo der Ring gereinigt ist, geben wir ihn wieder auf das Blech drauf und schließen den Ring. Nun bestreichen wir den Boden mit Marmelade, dann können wir die halbierten Erdbeeren reinschlichten. Wenn wir die Erdbeeren reingeschlichtet haben, können wir die Creme draufstreichen. Zuerst am Rand streichen
sodass die Erdbeeren nach außen gedrückt werden und nicht mehr verrutschen können. Wenn der Rand fertig bestrichen ist, geben wir den Rest der Creme in die Mitte und verteilen es gleichmäßig und streichen die Creme glatt. Am besten ihr gebt den Kuchen über Nacht in den Kühlschrank, dass die Creme durchziehen kann. 2000 Jahre später. Jetzt noch den braunen Zucker drüber streuen und fertig ist der Kuchen. Ja Leute, das war der Erdbeer-Fanta-Kuchen und beim Verzieren könnt ihr natürlich eure Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt so oben drauf Mikado-Stäbchen zum Beispiel rauflegen oder auch nur Schokostreusel. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt so einen Daumen nach oben. Wenn euch der ganze Kanal gefällt, lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kuchen findet oder wie ihr ihn gemacht habt oder wie ihn ihr verziert habt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.